Die übelsten Terrorspielchen werden mit uns hier getrieben. Hier in Pokémon Weiß 2 in einem Haus, welches dunkel ist und voller Mythen ist. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist einfach nur furchterregend. Okay, wieder das Mädchen. In meinen bösen Träumen hörte ich Vaters Stimme. Eine Lunafeder. Nein, bleib bitte hier. Ja, Lunafeder, das Item, mit dem man in der vierten Generation Cresselia fangen konnte. Und das alles haben wir gemacht für eine Lunafeder. Diese Lunafeder kam zu spät, aber das ist schon in Ordnung. Du kannst sie dem Pokémon ja irgendwann zurückgeben. So wie ich es tun wollte auf jener Brücke. Ja, man kann das gute Cresselia auf dieser Brücke fangen, auf gute, was weiß ich, wahrscheinlich wieder das letzte, was wir in diesem Spiel sehen werden. Bevor ich mich dann endgültig von dieser Generation verabschiede, von dieser Pokémon-Generation, von dieser fünften Pokémon-Generation. Ja, das war's, hier gibt's nicht mehr. So, und dann fliegen wir mal schön ins Wüstenresort, weil ich meine, wir können ja jederzeit hierher fliegen. Oh, wir können in unsere Einklangspassage können wir tatsächlich fliegen, das ist sehr cool. Ja, in der nächsten Generation war es schon möglich, überall hinzufliegen. Ja, dann holen wir uns mal den Feuerstein ab. Ich schaue aber trotzdem mal nach, wo genau denn dieser Stein sein soll. Ja, eigentlich müssten wir hier schon alle Trainer besiegt haben. Die Seite, die baut sich langsam gerade auf. So, Fundorte. Feuerstein kann man im Wüstenresort finden, einfach ziemlich weit unten langlaufen, im Itemradar laufen lassen. Okay. Dann benutzen wir mal den tollen Itemradar. Registrieren. Kann ja immer nützlich sein, ich bin jetzt nicht so der Itemradar-Fan. Also Grünstück haben wir schon mal verpasst. Sehr schlecht. Ach, da hinten sollen wir lang oder was? Ja, ach so, ja, toll. Stehen direkt drauf. So, jetzt haben wir den Feuerstein. Und jetzt lassen wir uns mal von diesem Heini da heilen. Da, es gibt ja hier einen Heini. Ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat, das werden wir im Nachhinein herausfinden. Aha, das ist eine Heininin. Eine Heininin. Was denke ich mir immer für kranke Sachen aus? Heute am 21. am Sommeranfang, am Anfang des Sommers. Übrigens, ich grüße schon mal alle Bundesländer, die jetzt schon glücklicherweise Ferien haben. Props an euch. So.
So, dann fliegen wir. Meine Güte, wir sind aber ganz schön geflogen. Schaut jetzt mal an, das Panero City. Und dann fliegen wir praktisch über die halbe Region drüber. Bis zu diesem kleinen Dörfchen. Diesem bescheidenen kleinen Dörfchen. Und da unten ist noch eine Höhle. Dass es hier nicht alles gibt. Hyperheiler kann man gut gebrauchen in der Gegend wahrscheinlich. So, dann schließen wir jetzt mal unser Team ab. Wenn mich das was. Oh, okay, ja, stimmt, das stimmt. Man kann Leuel mit einem Feuerstein entwickeln. Was ich sehr positiv finde. Jetzt solche Entwicklungen kann man nicht abbrechen. Wäre auch irgendwie sinnlos. So, jetzt haben wir ein starkes Vulcano. Oder Akani. So, hat sich doch gelohnt. Jetzt ist unser Team wirklich voll ausgereift. Ja. Ich weiß, es ist jetzt kein gewöhnliches Team. So, was ist es jetzt hier für eine Höhle? In dieser Richtung, Janusberg. Was ist es denn da oben? Ach, das ist praktisch so eine Art Zwischenausgang. Oh nein! Zwei Panzer und eins davon sogar auf 38. Tschüss! Würde man jetzt sagen. Gute Frage, was wir jetzt tun. Einfach mal auf gut Glück hoffen, bringt nichts. Abhauen. Man sollte wirklich wissen, wann es sich lohnt aufzugeben. So, dann müssen wir hier wahrscheinlich anfangen. Hier im Janusberg. Mit einer komischen Musik. Das ist schon mal festzuhalten. Topschutz. Sehr schön, der geht nie aus. Jetzt ist es etwas rötlich, genauso wie in meinen allerersten Let's Plays eigentlich. Also diesem Spiel ist der Vulkan anscheinend noch aktiv. Hey LP, weißt du was? Ich will mir etwas von diesem Vulkan, dem Janusberg, mal genauer ansehen. Aber die wilden Pokémon hier sind so stark, sie bereiten mir eine Menge Schwierigkeiten. Deswegen möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Ah, keine Sorge, um die Heilung kümmere ich mich. Lass uns gehen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Da muss man nicht alleine in die Gefechte rein. Sondern können das locker flockig mit Bell erledigen. So, auf welchem Level ist ihr Somnivora auf Level 38? Ne, 40, oh my God. Okay, wir können relativ wenig machen, das merke ich gerade. Gott sei Dank haben wir eine tolle Unterstützung. So, mal schauen, wie viel Nachthieb bringt. Nicht so viel. Wie es scheint. Und das ist eigentlich relativ heftig. Ach so, jetzt wird es mal einen Geist haben, nicht eine Empfindlichkeit gegenüber Herr Käfer. Das ist eigentlich total unlogisch ist, wenn man sich's überlegt. Aber gut. Und Käfertod ist auch nicht die stärkste Attacke.
Also vielleicht mal das nur so angemerkt. So, die haben wir ja schon vorher besiegt. Also Käfer schon gepusht worden, das kann man schon sagen. Da legen wir einfach beide. So, Leule reicht 37. Das war ja klar. Nach so einem heftigen Kampf. Also besonders hier können wir richtig viele Erfahrungspunkte generieren. Und jetzt geben wir es weiter an. An wen geben wir es weiter? Das ist jetzt die gute Frage. Auch einfach mal an Lucario, auch wenn es Lucario. Auch wenn wir mit Lucario eigentlich kämpfen müssten. Oh, da läuft sogar einer nur einzeln rum. Das heißt, wir müssen einzeln in das Gefecht reingehen. So. Hyperzahn bringt nichts. Dafür bringt das was und wie das was bringt. Meine Güte, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel diese Attacke bringt. Okay. Das haben wir natürlich ein megamäßiges Problem. Ich glaube, wir sind Gesteinkäfer und der könnte uns mit einer Attacke sofort finishen. Einfach mal Finte einsetzen. Und staunen, wie unglaublich viel das bringt. Können ja mal Schlitzer versuchen. Wäre auch ja eine Möglichkeit hier. Aber was machst du denn? Du wirst ja immer langsamer, mein guter Freund hier. Mein Freund der Nacht der modernen Unterhaltung. Also ich glaube, das einzige Gescheite, was man jetzt tun könnte, wäre vielleicht mal zu tauschen. Ich habe nämlich Angst, dass der irgendwann richtig losschlägt. Ja, mit Steinhagel, das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Gut, Nachthieb. Ja, wir werden die Attacke ab. So, und jetzt kann das Castellit eigentlich gut beenden. Hoffen wir mal zumindest. Das Ding hat seine Initiative so einschwächen lassen, dass es eigentlich nur, ja, was anderes hätte ich mir nicht vorgestellt. Schade um den Volltreffer. So, Level 37, da fühlt man sich doch gleich viel stärker, oder? Und Skyzer LP erreicht auch 37 und Schwertanz brauchen wir nicht, verdammt nochmal. Ja, Phragia-Beere. Auch schön. Wir können um jedes Präsent, das wir erhalten, glücklich sein. Ach ja, es werden ja alle geheilt. Stimmt ja, stimmt. Dann brauche ich eigentlich gar keine Items einzusetzen. Das ist sehr positiv. Dadurch spart man sich eine Menge Zeit ein und Menge Geld. Eine Menge Geld, ja, genau. Alpinius, komm, wir sehen uns das mal genauer an. Na gut, erst einmal hier kämpfen. Ich meine, was macht Doktor hier bitte schön drin? Ich meine, da könntest du sowieso heilen.
Also was bringt uns das? Sokrates. Um Gottes Willen. Die höchste Prominenz aller Zeiten. Haha, und jetzt lach ich. Sehr effektiv, das Ganze. Sehr effektiv. Ja, Leute, ich sehe mich leider gezwungen, den Part zu beenden, aber glaubt mir, Leute, es wird im nächsten... Was bringt das bitte schön? Wir werden doch sowieso von dir geheilt. Wahrscheinlich verlässt die uns. Aber das sehen wir erst im nächsten Part, Leute. Also, bis dahin. Ciao.